Im Nordosten Indiens haben Aufständische mehrere Dörfer angegriffen. Dabei wurden mindestens 60 Mitglieder eines Stammesvolkes getötet, mehr als 80 wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei drangen die Angreifer in die schwer zugänglichen Dörfer ein, zwangen die Bewohner aus ihren Häusern und erschossen sie wahllos. Unter den Opfern sollen auch Frauen und Kinder sein. Die Polizei macht eine verbotene militante Gruppierung für die Tat verantwortlich. Diese kämpft seit Jahren für einen eigenen Staat.